Hallöchen Leute und willkommen zu Lethal Company. Ricky ist dabei. Hi. Hallöchen Leute. Hallöchen Leute. Auch von mir aus. Er hat den Raum mit Pisse geflutet. Hallo Leute. Nein, das ist schon noch zu früh im Video. Ricky, nicht in, schon nicht in den ersten 7 Sekunden. Aber Ricky ist ein bisschen laut. Achso, nicht bei dem Maxi-Boss aufgepasst. Nicht aus Reflex schon Ricky. Ja. Aber Mel, ich mal rausgeholt, welches F-Wort es immerhin war. Ich weiß. Man darf nicht so früh Ricky sagen. Ich kann aber lossprinten. Das ist aber es war das Wort, was ich gesagt hatte auch, ne? Ja, ja, klar. Keiner weiß, was abgeht. Ricky, du hast Lethal Company schon mal gespielt. Einmal. Einmal habe ich gespielt, genau. Wenn du uns mal mit. Hallo? Hallo Zombie! Hier ist die Leiter! Sieh gar nichts! Ah, hier ist die Leiter! Ricky, oh, jetzt weiß ich den Haupteingang! Wir nehmen den Haupteingang! Okay, dann folgt mir! Durch Haupteingang. Nehmen wir Ricky ist auch gut laut, ne? Okay. Ja, Ricky hat mich auch schon leiser gestellt! Wir haben schon mal gesehen! Ricky hat sich geweigert, zu uns zu kommen! Gehen wir rein! Ricky, komm nicht zu uns, ne? Du kannst schon reingehen! Hä? Ich will Ricky zugucken! Sind wir blau? Wieso ist Ricky nicht hier? Was hat er denn gegen uns? Warum ist das jedes Mal so, wenn ich eure Aufnahmen sehe oder so Zombie, er rennt so rein, macht Scanner und dann sind da so drei Sachen. Und hier, komm rein. Es ist nicht nie, mal so, ich habe auch nie was. Also, es ist nicht mal so ein Kuchenblech oder so. Weißt du, ich gucke ja auch extra nach diesen Dingern in der Wand. Ich schau mich auch um. Die so reingeglitscht sind und so ein Schild, meine ich. Oh, shit, eine Falle. Die ist bei mir unten. Ja, als ob wir die gleichzeitig aber irgendwie entdeckt haben. Also ich habe sie zumindest gehört. Und jetzt bin ich alleine. Eigentlich ist egal da. Ich hab überlebt, Poli. Nice, Johnny überlebte. Ah, was war das? Was war das für ein Geräusch? Wurdest du zerrissen? Licht ist ausgegangen. Sind das diese Viecher an der Decke, vielleicht? Was für Viecher an der Decke? Oh, ist egal. Jetzt wurden wir voll geflashbankt hier gerade. Ich hab hier ein Steam-Lag. Es gibt diese Teile, die auf deinen Kopf von oben so rauffallen. Oh, ich wollte gerade sagen, siehst du die Lampe hier? Jetzt sind wir gemeinsam da. Hi. Was ist mit der Lampe? Na, es wäre halt ein Orientierungspunkt gewesen, wo wir uns hätten. Sorry, Chef, warum ist hier nichts? Wir haben einen Schlüssel. Es ist unfassbar. Es ist einfach das gar nichts da. Das hat keinen Sinn. Gab es irgendwas oder war gar nichts? Er hat die Hände voll. Ja, ich meine, normalerweise finde ich auch mindestens eine Sache oder so. Ja, so ein, zwei Sachen finde ich auch, aber was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Deswegen, weißt du, ich gehe voll ungern in diese scheiß Labyrinthe. Ich habe immer den Eindruck, da ist nie was. Da ist nie was und ich komme auch nie wieder zurück. Ja, genau. Und hier ist nichts. Ich glaube, wir haben es sogar zu Ende erkundet. Diesmal. Ja. Weil es diesmal echt nur Sackgassen sind. Obwohl, hier könnte noch ein Bahnhof kommen vielleicht. Nee. Ja, eine Bahnhof wäre was. Ich sehe die Tür zu, also ist egal. Und da kommen wir trotzdem hin. Alter, ich hänge hier fest. Lauf ich hier. Sein. Ja, ja. Oh, hier ist ein Monster. Ja, hier ist die Tür von der anderen Seite verschlossen, also das bringt uns auch nichts. Ja. Oder war das Vieh? Was war das denn? Ich mach mal das Ventil zu. Was passiert? Oh, shit. Oh, hi, Johnny. Ich hab zumindest das Ventil geschlossen. Oh, wir haben aber mehr Stuff. Jemand hat den Kern aber Oh, da ist was! Wir haben endlich Sachen. Das ist ein Turret. Das Ding hab ich nicht gesehen. Guck dir die Scheiße an, die schwarze. Die ich auch nicht. Aber ist der unter uns, oder was? Wenn der auf uns geht. Nein, der steht direkt. Nein, der steht direkt vor mir, jetzt seht ihr. Das meine ich ja. Oh mein Gott. Das war so eine optische Täuschung gerade. Ich hab das jetzt nur gesehen, weil das Geländer halt stell dir vor, er wäre auf uns gerichtet gewesen. Der hätte so reingeschickt. Ich hab die Tür noch zu, war alles gut. Ich hab mich erschreckt. Oh mein Gott. Wir bleiben erstmal oben, oder? Ich meine, wir könnten auch raus und zu. Ja, für die anderen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ich krieg mal, wir lernen uns den Fire Exit von dieser Seite. So, erstmal gucken, ob hier wieder in den Rohren Saft drin steckt. Nee. In den Rohren ist manchmal was drin? Ja, das ist so reingeglitscht in diesen. Genau die hier. No way. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Meistens so ein Käse. Ich habe diese Tour-Data gescannt gerade. Was hast du gefunden, Maeve? Ich hab gesagt. Boah!
Ich hab mich auch erschreckt vor irgendwas. Hinter dir her? Ricky, der frisst seine Kohlen! Ricky, hier drüben! Alter, wie siehst du, dass hier immer noch nichts ist? Warte mal, was ist da? Was ist so. Da? Was wurde da weg? Achso, ja, Ricky ja. Hat den Wurm, ne? Nett mit dir, Ricky. Versteh dich leider ganz schlecht. Das heißt, ich kann aber den Motor hier noch mitnehmen. Also Spinne. Ricky, Ricky wer hört uns nicht. Achso, oh nein, er ist gestorben. Ich hab's doch gesehen, ihr hättet ihn retten können. Okay, die Spinne ist bei mir bei Fire Exit. Ja, ich sehe das, ich sehe das Problem. ich hab's nur gescannt und ich sehe es bei dir. Scheiße. Ja, willst du wieder zurückkommen? Hier kann man hin. Hier kommt bei mir rüber. Ich sehe nichts, kann man jemand durch? Ah, hier. Wir haben endlich Sachen. Das bin ich nicht. Hier, das bist du nicht. Da hat jemand mit meiner Stimme. Nein! Was? Oh Gott. Ich hab nicht gesehen, wie die da gesprungen sind. Ey, die hätten mich doch brennen können. Okay. Dieser Schwert von scheiß Wurm gefressen. Nee, wir haben keine Waffen oder so. Okay, wir sehen uns. Na, ich bin hinterher gesprungen, du Affe. Hallo. Ach, nee, mit so einem Wurf kannst du entweder durch die Tür gehen, wenn du schaffst, irgendwie eine zu finden, oder jemand anders haut sie dir runter. Moggy, sehen. Lag der bei der Spinne oder hast du den einfach woanders aufgehoben? Wer, was? Der Motor aus deinen Händen. Ja, der war bei der Spinne. Achso, ja, den wollte ich gerade holen gehen. Dann befolge ich euch. Was ist denn das für eine Musik hier? Das ist die Musik von Level. Ja, das ist easy. Ich weiß nicht mehr, warum wir keine Taschenlampen geholt haben. Ist ein bisschen lauter gerade, ja. Ja, ich habe auch ich hab noch gar nichts. Also nee, wir haben alle nichts. Gute erste Runde auf jeden Fall. Was ist mit Ricky passiert? Wurm. Er hat den Kern gezogen und dann ist ihm ein Wurm auf dem Kopf. Oh, du hast den Kern gezogen? Der Kern gezogen wurde, ist die ich hab den Kern gezogen, ja. Wenn du den... War nicht gut? Keine Ausdauer. Der ist gut was wert, also der ist ein bisschen random, aber eigentlich immer ganz gut was wert. Aber, wenn du den ziehst, spawn Monster. So, erstmal trotz schlechten Start, denke ich, Ricky. Ich mach hier mal den Monster. Selbst wenn du noch zu einer Zeit bist, wo noch keine Monster kommen, spawnen sie trotzdem. Ja, der Motor ist ja auch nochmal abgeschüttet, also... Fully wurde auch getötet, oder? Der ist einmal gespielt. Erwischt. Ja, okay. Ja, würde ich sagen, wir heben wir nochmal ab. Direkt nächste Runde. Ich denke auch. Uns am Boden. Mehr Leute, mehr... Ricky und Fully haben allein miteinander geredet. Ich glaube, die haben noch nie allein miteinander geredet. Ich glaube eigentlich schon, doch. Ach, weil ich muss diese Leise ja, ja. Den Podcast würde ich mir anschauen. Also ich hatte es nicht mehr, dass die Toten leise sind, ne? Bei mir sind sie immer noch. Ich meine, ich glaube nicht mehr ganz ein bisschen leise. Bisschen leise. Ricky natürlich der lazieste Employee, ganz klar. Ja, sag mal. Und wie war euer Gespräch? Hallo. Ja, war unangenehm. Verzeihung? Der mich unter den Bus wirft. Nein, war gut. Den Podcast werde ich mir anhören. War gut. So gut jetzt. Bulli Baby, liebst du mit der Spinne? Nix Spinne. Ich bin dir hinterher gesprungen, aber da war kein Balken. Nix Spinne. Willst du sagen, dass ich das Ding nicht rausziehen soll? 30 Dollar. Du kannst das Ding rausziehen, du sollst du durch den Baum reinlaufen. Da ist die Spinne gespawnt, Ricky, also... Aber ja, ich habe schon erklärt, dass Monster dadurch spawnen. Eigentlich hätte er mich... Wir haben schon einen Weg nach drinnen gesehen. Ja, wieso haben wir eigentlich noch ein Auto? Wir haben noch gar keins gekauft. Wo, ist ein Auto warte da? Mal. Ja. Nee, ich seh's auch. Oh, da steht ein Bus? Ja. Wir haben ein Auto. Hä? Wollen wir ein Auto? Das Ding ist, ich kann damit nicht fahren. Also weil es geht nicht hier, oder? Nicht nur, weil ich es nicht kann, sondern dass ich irgendwelche sitze, ich komme nicht mehr an die Knöpfe. Ich bin irgendwie in dem Auto drin. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich hab's vorbei. Und das Pulli da dran reingepackt. Nee, ich hab gar nichts gemacht, das war er selber. Nein, du hast mich reingepackt, ich hab nichts getan. Ich hab die Magneten gelöst. Wie soll ich dich da reingepackt haben? Ich komm hier nicht mehr raus, Zombie! Das ist echt schwer, ne? Die haben Pulli da eingesperrt. Okay. Schade, ne? Da bin ich jetzt hier wohl eingesperrt. Wo bist du denn? Du bist hinten im... Ja, ich bin hier im Frachter, aber im Teil des Schiffs. Ach so. Also ich bin zumindest auf dem Schiff drauf. Wir können es auch nicht wegschieben. Ich komm nicht da hin. Gott, ist das laut! Ist laut! Ich glaube, das bringt nichts.
Nee, ich habe auch nicht. Ich sehe Fully. Ich sehe ihn. Ich sehe seine Arme hier. Ja, hi. Ich versuche hier rauszukommen. Ja, was habt ihr geholt? Oh, Fully, du bist an einer Leiter. Lass die Leiter los. Hallo. Du musst nur die Leiter loslassen. Du bist an der Leiter, Fully. Ja. Oh. Vielleicht komme ich fast raus. Nein. Ich habe mit der Leiter versucht rauszukommen. Hallo? Hast du eine Taschenlampe für dich? Nee. Jetzt. Ich hab ne Schaufel gekauft. Oh mein Gott. Okay, Schaden. Oh, Alter. Wir haben's gleich. Soll ich mal Gas geben mit dem Auto? Gib mal Gas. Das geht nicht mehr. Aber pass auf mit dem Gang. Oh, ich bin raus. Ich bin frei. Ich kann nicht mehr fahren. Ja, man kann nicht mehr fahren. Oh, warte, das ist frei der Wagen, oder? Ja. Willst du fahren? Aber man kann nicht mehr den Hebel drücken, ist das Problem. Ach, wie ein Atemweg, ne? Ja. Das meinte ich vorhin mit. Was ist das für eine Musik? Ich hab diesen Fall. Radio angemacht. Let's go, Johnny. Let's go. Was denn? Er ist frei, der Wagen. Ja, aber Mave, weißt du noch, wo ich vorhin meinte, hier sitzt schon jemand mit mir im Wagen? Ja. Das war mein eigener Arm. Man kann dieses Ding jetzt nicht betätigen, den Hebel. Ich will kurz Radio ausmachen. Ja, das Radio ist arschlaut. Oh, Entschuldigung. Weißt du, man kann jetzt nicht mehr fahren, weil der eigene Arm. Ach ja, der eigene Arm ist. Verhindert, dass man den Schaltknüppel. Ja, dann lass den Wagen einfach hier, dann nervt er uns auch nicht mehr. Das ist so seltsam plötzlich. Haben wir irgendwelche Taschenlampen? Nee, ne? Nee. War hier der Dungeon? Muss nicht mehr. Ja, ich glaub schon. Hier ist eine Fabrik. Ja. Interessanter Weg. Aber er hat geklappt. Geh rüber. Ich warte hier. Okay. Easy on the Pepsi, Fully. Easy on the Pepsi. Gut, dass wir wissen, wie die Brücke funktioniert. Los, Johnny. Naja. Naja. Das, oh. Jungs. Hey, Jungs. Junge. Oh! Das, du hast einen Yippie getötet! Dicke, das ist Schleim. Das ist Slime. Schleim. Du hast einen Yippie getötet. Geh mal rein. Nee. Oh! Was ist das denn? Das ist ein Schleim. Nein. Aber warum war der auf einmal so aggressiv? Man will der Stress? Ich angeblich habe ich gerade eine Leiche gesehen. Warum haben die so geschrien, die Jungs? So wie das sieht. Ich glaub, also der Schleim hier macht auf jeden Fall ein Problem. Ist der oben? Der ist oben. Ja, der kommt mir gerade entgegen. Hä? Vorsicht, hier ist irgendwas. Ich glaube, hier ist der Alligator. Ich sehe gar nichts. Die anderen? Oh, Scheiße. Ich hab das, Stell mal dein Schild, danke. Tja, Ricky, so läuft's immer mal am Anfang. Ist hier Loot? Hier ist gar nichts, oder? Ich liebe immer diese Räume, wo absolut nichts drin ist. Oh, scheiße! Ja, Pulli ist down. Ja, da war der Bracken. Ja, mich hat der Bracken auch erwischt. Ich hab ihn gerade gesehen und auf einmal kommt er sofort auf mich zu. Du wirst dich zu dem Wertvollsten natürlich. Wie kann ich wegstellen zwischen den Kameras? So, ne? Links weg, aber ich hab gesagt, dass Johnny bald. Ah, das ist dieser Ding. Johnny, hallo. Ja, ich hör dich. Stark. Ich hab Moggis Leiche gefunden. Wollen wir zurückbringen? Ja. Weißt du, was ich gefunden habe, Johnny? Ich hab Angst vor der Antwort. Johnny, weißt du, was ich gefunden habe? Was hast du gefunden? Ja, Mave? Hörst du das nicht? Ah, ein Furzkissen. Das ist ja so peinlich. Ah, oh, ich hab's nicht. Nee, ich hab's nicht. Nee. So schade. Ah! Ich bin tot. Okay. Oh, hallo, ich kurz weg und du bist tot. Was passiert? Was war das denn? Haben wir gerade ein bisschen Sorgen darum, wie viele von uns hier in diesem Dungeon sterben? Der Bracken ist ja. Der Bracken ist so, ja. Der hatte mich eh schon auf dem Kieker. Irgendjemand hat den richtig angepisst. Geworden. Ich hab den nämlich nur kurz angeguckt und war sofort. Ich hab den vorhin geschlagen vor Ende. Ja, dann du hast ihn angepisst dann. Mave hat sich gerade angeschissen. Jetzt höre ich das los.
Er hat den Raum mit Kacke geflutet. Wo ist denn der Schlingel schon wieder? Oh, noch mehr gefunden, noch eine Glocke. Aber die ist nur 49 wert. Die Glocke der armen Menschen. Es gibt keine Schlinge hier mehr, geh nach Hause. Ich hab eine 70er Glocke. Nein, nein, Zombie beobachtet. Und der passt quasi auf unsere Ladung auf, weil wenn wir alle sterben, haben wir alles an Loot verloren. Und den Tag halt. Ja, das wäre nicht gut. Mhm. Ich glaube, hier war wir Walkie-Talkies, könnten wir sogar dann miteinander kommunizieren. Ja, normalerweise ist es Fully sonst immer der, der zurückgeblieben ist. Ich mach das ganz gerne mal. Du willst nichts von mir, oder? Ey, bitte nicht zum Ausgehen gehen. Nicht sauer sein, der Yippie. Da will ich doch hin. Ist ein Lieber. Maeve, geh doch raus. Nee, was, die haben vorhin einen gekillt. Warum habt ihr... Ach ja. Vielleicht hätte der direkt aggressiv sein müssen. War vielleicht keiner seiner Leute. Weil ich getötet worden bin? Ich hatte den ja angegriffen gehabt, glaube ich, ne? Nee, das sag ich aufs ganze Team. Du bist in, so, du bist in den Schleim reingerannt. Dass die Brücke noch steht, ist ein Wunder. Ja, wir haben mal auf die Brücke aufgepasst, Maeve. Wir wissen, wie sie geht. So, wir gehen nach Hause, gucken, wer noch lebt. Moggy scheint schon tot zu sein. Johnny, ja, dürfte noch leben? Johnny, du dürftest noch leben. Ich wurde unterbrochen. Ja, Zombie ist safe auch. Ich würde, wie ihn genannt hat. Ja, Ricky, darauf läuft übrigens sehr oft hinaus, dass Zombie und Maeve überleben. Ja, weil das kann ich mir gut vorstellen. Das Zombie gewinnt, ist ja schon mal klar. Du bist auch auf der Neuen der Letzten. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass ich immer der Erste bin, der stirbt wahrscheinlich. Ja, das wird am Anfang so. Danke dafür. Du wärst erstaunt, wie oft ich sterbe, bevor ich überhaupt den Dungeon betrete. Wie schaffst du das? Ja, ich stirb niemand so oft wie ich. Hallo. Bist du sicher? Hallo. Ich glaube, ich sterbe öfter. Nein, nicht. Ach so, du genießt die Zeit? Zum Dungeon, ja. Ich sterbe so. Das ist schon so ein bisschen einfach. Ah ja, Treibchen. Der Treibchen war ein bisschen verrückt. Einmal wurde ich von dem Brandon Blitz erschlagen. Ja, aber erinnerst du dich noch an den Fuchs? Ja. Dafür habe ich aber hier fette Beute mitgebracht. Oh, jetzt ist ein Riese gespawnt. Riesenkorn. Okay. Tschüss, Riese. Wir lassen hier das Auto hier. Wir sind so ein guter Song. Ja, die wurden, ich glaube, alle wurden vom Schatten gespawnt. Schmissig. Außer Ricky, der ist runtergefallen. Bin ich runtergefallen? Ja, ich hab's gesehen. Bist in den Schleim gerannt. Ja. Gute Arbeit. Du bist der wahre Boss. Was war das? Ich glaube, das war das Auto. Ist das Auto gerade wieder angezogen worden? Ich glaube. Wir können es nicht verlieren. 250, wow, das ist richtig Geld geholt. Wir werden das nie los. Also, zwei Dinge. Der Schleim hat mich gekriegt. War der Schleim? Und vom Braten. Okay. Ich auch. Der Braten war am Eingang ultra, deswegen bin ich dann rausgegangen. Der war so gut. Ich habe ihn einmal kurz gesehen, ne? Und er hat mir sofort das Genick gebrochen. Ich habe ihm einen Stoppschild geschlagen. Hier war ja irgendwie Stadtmusikant. Ach, du hast ihn gehauen? Bracken und einen Schlag. Ja, den Raum mit Pisse geflutet. Gibt es überhaupt? Ich glaube, weil sechs Leute den angeguckt haben, ist der sehr schnell sehr aggro geworden. Ja, wir waren halt alle da. Achso, den Bunny. Nee, da, also, man kann muss ihn kurz angucken, aber nicht angucken. Man kann ihn kurz angucken, damit er ein bisschen zurückgeht und dann... Einmal aber dann kurz linsen, aber dann sofort wegschauen. Ist ein bisschen schüchtern. Achso. Am besten ist es natürlich, wenn du ihn siehst, rennen. Ist es derselbe Mond? Die wir anschauen, ja, muss man ja. In der Regel läuft okay. Schieben. Hazard Level C. Gott, wo muss man hin? Ein bisschen geradeaus und dann nach rechts. Doch, Bienen manchmal. Ja, okay. Hier sind ziemlich oft Bienen eigentlich. Hier ist eine Brücke! Hier links. Ja. Oh Gott, meine Ausdauer. Tja, ich bin feuchter, Jungs! Haha! Warum ist das Licht aus? Wer? Was? Wieso? Hol das Licht wieder an. Das war auch gut. Wer spielt mit den Sicherungen? Yeah. Yeah. Ich habe erstmal fett Loot bekommen. Weißt du, wie so, ne? Ja, rechtsklick, also ich scanne das mal, ja. Du musst eigentlich die ganze Zeit, damit du siehst, wo das Stuff liegt. Ich spam basically die rechtsklick jetzt. Ja, ich auch. Stark. Und ich hab deswegen schon fett Loot. Genau, also. Ja. Hier rein ist locked. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ach was. Ich denke, das schade, nicht nur nach Hause zu gehen. Drei Sachen. Ist gut.
Gleich geht die so kaputt, oder? Oh nein. Außerdem, ist das das Fuchsding? Oh nein. Deine Chip, ne? Ja. Warte mal, Riesen können hier spawnen, ne? Keine Hunde, aber Riesen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ricky wird gefressen. Oh. Oh, wir können Rickys POV sehen, wenn ich jetzt hier im Schiff bin. Kann ich aber nachschauen, wie der gute Mann sich so macht. Ich glaube, das machen wir. Und dann habe ich auch mal als Mitarbeiter hier ein bisschen Zeug in dieser Runde mitgenommen. Noch mal wichtig. So, da ein bisschen, dann hier ein bisschen, dann da. Alles schon Rickys POV. Er rennt panisch weg. Er rennt nicht panisch weg. Ja, die anderen kommen auch nach Hause. Lebt Ricky noch? Ricky ist jetzt tot. Ich glaube, er ist gerade gestorben. Ich habe ganz kurz weggeschaut. Plötzlich ist er jetzt hier in so einem Raum. Mit Johnny, glaube ich. Ja, der ist runtergefallen. Ja, die sind beide runtergefallen. Gut. Hä? Wie soll denn das ein Duell zwischen... Wer ist vorher runtergefallen? Johnny oder Ricky? Ja, wie soll denn das ein Duell zwischen den beiden werden, wenn die beiden Gläser nicht sterben ständig? Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Habe ich auch gefunden. Mein Terminal ist verbuggt. Wenn ich rangehe, dann zoomt die Kamera raus und ich kann nichts mehr lesen. Cringe. Soll ich was eintragen? Stell dich cringe, mal um. Ja. Stell dich mal um. Au! Maeve, was war das? Ist hier eine Mücke? Ich glaube ja. Nee, eine Schnake. Eine Hexe. eine Kiebelmücke war das wohl. Schneider. Schneider. Kann da mal jemand reingehen oder sind wir fertig? Wir sind fertig, oder? Ja, wir sind fertig. Ich habe 100 rausgeholt, keine Ahnung. Ja, gehen wir direkt verkaufen. Ja, wir haben genug. Ricky, wir wollen ja Ricky in die Dungeons bringen. Wir wissen ja, wie der Anfang läuft. Achtung, der Baum. Dungeons und Rickys. Wo ist der Baum? Ach, schon vorbei. Wir sind schon durch. Oh mein Gott. Hier gibt es keine Bäume. Schön synchronisiert. 473, ja, wir haben richtig was rausgeholt. Ja, bei so einem kostenlosen Planeten hier. Oh, weißt du. Da war plötzlich ein Beacon und dann bin ich Johnny gesprungen und war tot. Ding, hast du also den Beacon schon gesehen? Pass auf, also ich dachte, ich spring mal aufs Geländer, um den Monster zu entkommen. Und ich wusste nicht, dass Ricky mich schubsen kann. Willst du Kompany fliegen, Sommel? Oder geht's? Nee, bei mir sind sie mal raus, wenn ich was sehe. Ich hab in dem Auto irgendeinen Bug. Oh, bei mir auch. Aber ich kann was eingeben. Oh mein Gott. Kann ich auch. Also Kompany und dann C halt. Ja, aber sucht bei mir leider auch raus. Okay. Ich glaube, das Auto ist... Ich glaube, das Auto ist noch da. Vielleicht müssen wir mal den Magneten ausschalten. Dieser Auto, von dem er redet. Ja. Ist es gerade da? Das ist die Frage. Ist es die Frage. Da. Was war jetzt? Ach, ist die gestorben? Das Auto ist nicht da. Passiert. Das passiert, ey. Das ist schon so cool, wie man sieht, wie diese Muster immer wieder passieren. Manche Spiele machen wir dasselbe. Wir wollen alles verkaufen. Ich dachte mir noch, sollte ich anmerken, dass er noch nicht anspringt, sondern dachte ich mir, Ricky würde doch nicht einfach, niemand springt einfach so. Na, vor allem bei den anderen Planeten ist er ja auch nicht einfach runter, ne? Wollen wir alles verkaufen oder nicht? Aber wenn wir auf einen geilen Planeten wollen, würde ich alles verkaufen, oder? Okay, ja. Wir kriegen jetzt aber so oder so einen fetten Abzug wegen Ricky, oder nicht? Aber was ist es an diesem Planeten, dass das zu verleitet, so früh abzuspringen? Weil Morgi ist das ja auch passiert. Ich glaube, mir auch. Naja, stimmt. Oh mein Gott. Was halt ungeduldig. Ich will gucken. Aber was ist es an genau diesem Planeten, das einen dazu verleitet? Also Johnny, sag mal so, es gibt hier einen richtigen krassen Vorteil. Heute sind wir hier, um diese Frage zu beantworten. Ich wollte das auch gerade sagen. Angefangen hat alles im Kalten Krieg. Die Menschen hatten nur Wassereis und Videospiele genossen immer mehr Popularität bei den Studenten der Zeit. Jedes Video-Essay ever. Computerkosten konnten diese natürlich nur Universitäten spielen. Oh, und das bringt uns zu Liebe Company. Alter, der macht das doch professionell, das war viel zu gut. Jedes Video-Essay ever. Der ist geübter. Du musst in der Vergangenheit anfangen, Leute müssen die Geschichte 800? Wissen. Okay, fangen wir am Anfang an, bei der industriellen Revolution. Schauen wir mal, wie viel Ricky uns wegnimmt. Boah, das ist gut, 20%, oder? Einen Applaus führen.
knapp 16%, irgendwie sowas. Alle Applaus für Ricky. Ich weiß nicht, wie man applaudiert. 4. Herzlichen Glückwunsch, Ricky. Tut mir leid. Ja, nochmal drückt, dann schneller. 166 Strafe, Ricky. Das ist wirklich im Duell mit Johnny zurück. Hallo, hallo, ich bin da lange drüber hinweg. Über solche Sachen. Lange drüber hinweg. Außerdem hat Fulgi sich auch schon einiges geleistet. Ich kann mir gar nichts leisten, was erzählst du da? Kann ich die aufziehen? Das ist das Problem. Was? Jetzt soll das Maske aufziehen oder so? Nochmal, was? Wir sind direkt wieder das Maske aufziehen? Auf deinen perfekten Gegenstand, das kannst du verkaufen für 51. Aber wir hatten mal so Morgikosten. Du könntest, aber haben wir noch ein bisschen Geld für Taschenlampen? Ja, haben wir. Perfekt. Oh mein Taschenlampen und Walkie-Talkies. Kann ich auch. Walkie 4. So, jetzt kommen wir zu. Versteht ihr mich manchmal nicht, oder wie ist das? Joa, das reicht ja. Aber ein bisschen Licht. Für mich. Alles ist für mich. Okay, gut. Gerne noch mehr Walkie-Talkies. Bei meinem Verbrauch. Nein. Ach so, wir landen erst. Ja. Ja. Ich dachte immer, wir sind einfach da. Nee, das ist ein Raumschiff. Oh, Hazard Level S. Hier ist super gefährlich, Ricky. Wir sind jetzt da, müssen wir warten, bis der Eismann. Und eine Taschenlampe hätte ich gerne. Gut, wir sind der Eismann. Da habe ich gute Neuigkeiten für dich. Wir sind halt auch zu 6, ne? Neuigkeit ist, dass du alles direkt ist ein Booster. Nein, ich werde jetzt nicht. Ich werde diese Runde nicht sterben! Auch wenn einer Ricky, einer. Ricky, wir sind hier in Hazard Level S. Wir sind gehörsensitive Gegner. Deswegen bin ich dir hinterhergelaufen. Ständig. Da kommt ein Eismann. Was ist euer? Ja, alles gut. Oh. Nee, ich will das jetzt nicht. Ja, Eismann, gesagt, lieber Eismann. Dass du ein. Hey! Ja, wir haben auch nichts erwischt. Da haben wir aber viel für Geizlappen. Ich bin Walkie. Join! Habt ihr Walkies offen? Habt ihr an? Postenersatz! Ich kein Walkie mehr übrig. Walkie Talkie. Ich nehm mal die Schlüssel hier mit, ne? Ich hab 8 Taschenlampen gekauft. Das ist keine einzige. Was hast du? Was sind denn die Taschenlampen? Ich hab nur eine. Ich habe danach nur eine. Ist auch kein Walkie? Vielleicht kommt da noch eine zweite Fuge dann. Wie viele Walkie-Talkies waren es? Vielleicht kommt noch so ein Ding, wenn man. Ich hab eins. Hat niemand sonst eins? Ich hab nur eine Taschenlampe. Ah, da kommt eins! Ich wusste es. Ja, ich wusste es, dass er da. Ah, hier ist mehr dabei. Ah. Wieder nur eins von beiden. Da war wieder nur eins. Da kommen wir ein paar Raumschiffe jetzt noch, oder? Ja. Ich hab den Schlüssel mitgenommen, der Sinn. Warte, ich hab den Schlüssel mit. Ich geh da trotzdem schon mal rein. Warum kann ich. Mach das, Johnny. Ah, ne, Kette. Bitte. O8. Und? Ja, okay. Capslock war. Ist der weg, oder? Taschenlampen noch mal. Also, war das jetzt ein Bug, oder? Ich hatte Capslock an, aber ich hab's nicht gesehen, weil es so rausgesucht war. Ach, du hattest Capslock an. Ja, deswegen. Hat jemand außer Johnny noch ein Walkie-Talkie? Nein. Nee. Können zwei Walkies sein. Habt ihr da einen noch liegen oder so, oder sind nur Taschenlampen? Nur Taschenlampen. Nur Taschenlampen. Mies. So, 3 Taschenlampen abgelegt, das können wir auch. Ich meine, ich kann aufpassen, aber eigentlich ist es egal, ne? Never mind. Ich glaube, hier ist ein Riese in der Nähe, oder? Oder? Ich meine, eigentlich ja. Der Mogi-Kopf ist hier. Naja, gut. Dann bleiben wir mal wieder im Schiff. Ich mag das sowieso irgendwie ganz gerne hier zu bleiben. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist irgendwie, es ist entspannt. Ich muss nicht Zeug suchen. Ich laufe nicht rum. Ich rede mit den Leuten und gucke lieber zu. So wie dem da. Was macht der Junge? Lebt Ricky noch? Ricky lebt doch. Oh, ich sehe, er ist mit Mogi unterwegs.
Aber die Lampen sind so scheiß viel wert. Ist überraschend ruhig hier draußen, ne? Kein Fuchs, kein Hund. Ich meine, ich kann zumachen, aber ist immer noch ziemlich chill. Ob Ricky mal diese Runde überlebt auf den gefährlichsten Planeten, die wir bisher in dieser Folge hatten? Es bleibt spannend. Oh. Leute. Ich glaube, Maeve ist gestorben. Und mit ich glaube, meine ich, ich bin mir ziemlich sicher, Maeve ist gestorben. Vorsicht, Ricky, diese Teile auf dem Boden sind Minen. Nicht reinrennen. Alles easy hier, ne? Ist es wirklich Hazard Level S? Es wirkt eigentlich ziemlich verweichlicht hier. Ich habe einen Moment nicht hingeschaut. Plötzlich ist da jemand gestorben. Was passiert? Und ich weiß, wo der Fire Exit von mir aus ist. Soll ich dich zum Fire Exit lotsen oder wie? Johnny? No! Er ist gestorben! Scheiße! Oh, da ist so viel Loot. Da ist der Firex. Oh mein Gott, da sind so viele Sachen. Oh mein Gott, die Kassen, ey. Genau wegen solchen Situationen ist es eigentlich immer ganz schön, wenn jemand einen Walkie hat. Hier ist immer noch alles ziemlich ruhig und chill. Nevermind, Riese. Jetzt haben wir halt kein Walkie-Talkie dabei. Wir machen das schon. Ist Mogi... Nee. Mogi, sag mir nicht, du bist tot. Oh, shit. Hi. Hallo. Ich habe ihn nicht mal ansatzweise gesehen und kommt mir auf einmal schon nach 10 hier angesprintet. Verzieh dich. Ja. Gehst du mal bitte hier nicht ins Schiff? Wie er da hier rein wollte. Ist Mogi gestorben? Nee, Mogi ist gerade auf dem Weg. Renn! Renn, renn, renn! Riese macht grad nichts. Okay. Riese ist weg. Bin drin. Was ist nice. Weg? Er ist ja auf der anderen Seite vom Schiff halt gerade. Geschenk! Noki! Du darfst den behalten. Ich will ihn nicht. Tasse, Ente, Taschenlampe. Ich geh gucken, ob ich die Lampe noch finde, die ich gedroppt habe. Okay, viel Erfolg. Ja, ich sehe sie und ist genau da, wo der Riese, glaube ich, gerade steht. Und ich sag danke für die Taschenlampe. Kann ich das nochmal sehen? Ja, also. Ich ja, klar. Hä? Achso. Ricky, ja. Ja, ja, klar. Warum kann ich die Kamera nicht mehr switchen? Oh Gott! Was war das denn? Sag mal, kannst du die Kamera switchen? Ja, kann ich, klar. Ey, bei mir ist sie eingefroren. Deswegen dachte ich, Mogi wird schon. Oh mein Gott, geh doch weg, Mann. Okay, ich habe die Lampe einen Meter näher gebracht, bevor er wieder auf mich zugestürmt kam. Ja, ja, geh auf die Seite. Okay, jetzt kann ich. Oh, ja, macht das schon. Durch die Tür zu machen. Jetzt ja. Okay. Okay, gehen wir nach Hause. Puh, was ein Tag. War ein wilder Tag. Enorme Ausbeute soweit. Absolut. Lief gut. Kann man nicht meckern. Nö. Oh, jetzt geht bei mir die Kamera wieder. Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt leben wir das gute Leben. Wir haben irgendwie so 2-3 Bugs, aber... Ist Ricky gestorben?
Ich habe kurz weggeguckt, plötzlich war der Junge einfach tot. Ja, Ricky ist auf die Mine getreten, dachte ich. Ich hab ihn sogar gewarnt! Also ich habe Johnny gewarnt, dass er Ricky warnen sollte. Die ist nicht direkt explodiert, die ist erst noch runtergelaufen. Das heißt, bin raufgegangen und sag nur oh oh und wollte wegrennen und beim Runtergehen. Ja, also die aktiviert sich beim Runtertreten. Vielleicht kann man jetzt das nämlich so machen, dass man da ein schweres Teil rauflegt, eine Engine oder so, und sich dann selber retten kann dadurch. Man kann sich auch einfach runterporten mit dem Teleport. Ja, einfach wegteleportieren. Na, oder halt eine Engine raufstellen. Und dann wieder runtergehen nicht, einfach. Ich weiß nicht, ob die Engine funktioniert oder was hängt am Plan. Was ist mit Johnny passiert? Das hat mich nochmal gefressen. Ach nee, ich bin in Torres. Ricky! Ja, ich bin da in Geschütz geraten. Ich bin auch direkt umgedreht hinter einer Ecke und dachte, ich bin sicher, dann bin ich gestorben. Ah, schön. Ja, nochmal, let's go, wir haben noch 2 Landungen. Ja, okay. Yeah. Bailando, Bailando. Warte mal, sehe ich das jetzt richtig? Ich bin der Einzige mit einem Walkie-Talkie. Bailando, Bailando. Oh. Ja, ja, wir hatten kein Geld. Nee, Johnny hat auch eins gehabt, glaube ich. Nee, ja, hat eins gehabt. Ich bin leider gestorben, ja. Dann lege ich meins weg, dann ist es egal. Hazard Level S. Hat die Batterien? Muss ich darauf aufpassen oder geht die immer? Die musst du im Schiff aufladen. Oben links das Gelbe. Der Gelbe an, gelber Bike auf jeden Fall. Ah. Wie seid ihr so schnell? Ich hab aus. Schiff. Lass die auch noch nicht leer werden, Ricky. Hör auf zu sprinten, kurz bevor. Oh Gott, da ist eine Mine. Ricky, nicht drauf treten. Dann geht man schneller zurück. Ja. Und zum Stell dich mal rauf auf die Mine, Entschuldigung. Ha? Stell dich mal auf die Mine rauf. Nee. Boah! Eine Küche! Zahnpasta. Ja, ein Zahnpasta. Oh mein Gott, willst du heiraten? Ja. Nein! Wild. Oh mein Gott, Scheiße. Wir brauchen erst was Schwieriges und dann Das ist auch eine Mine. Gott, Johnny! 2 Landung! Wow! Alter, Fully! Ich hab grad eine E-Mail bekommen. Du kannst jetzt eine von 3 Eiswürfelmaschinen bei Smileys gewinnen. Nein. Digga, wir nutzen eine Eiswürfelmaschine. Niemanden. Ich hab einen Kühlschrank, also ein Gefrierfach, das geht auch. Wen juckt eine Eiswürfelmaschine? Ich hab einen Kühlschrank. Ich hab so eine Maschine dafür, ich hab so eine Form. Warte schon da oben? Nee, waren wir nicht. Nee, ich war nicht oben. Ich hab einen Kühlschrank. Was für Eiswürfel? Ich hab so ein Gefrierfach. Da kann ich auch gefrieren. Ja, ist so. Ich habe diese Form für Eiswürfel. Vorsicht, da ist eine Mine. Jo. Geht's hier lang? Da ist noch ein Painting. Da ist noch ein Painting. Wo? Oh ja, Tatsache. Ja. Wollen wir nach Hause gehen oder? Ach so. Ja, ich weiß ja nicht mehr wo. Hier ist der Fire Exit, Junge. Oh mein Gott, den habe ich nicht gesehen, was? Habibi, schau mal. Habibi! So, wir folgen einfach den Spuren zurück. Die Spuren hören hier auf. Ja, aber das sollte trotzdem passen. Ja, da hinten ist das Schiff. Wo weit war es, Kern? Es war überhaupt nicht weit, tatsächlich. Es kommen bestimmt Hunde. Letzte Nacht kam keine, ich war sehr überrascht. Es war nur ein Riese da. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht verkehrt, wenn einer hier bleibt und aufpasst an dem Punkt, weil wir haben echt viel Shit. Entschuldigung, ich muss an den Monitor, ich muss zusehen, wie der Barber die umbringt. Wie, wer? Der Barber? Der Barber ist da drin, ja, ich habe ihn gehört. Der Barber. Bin ich rausgegangen. Der Barber, Rhabarber. Rhabarber, Barber, Rhabarber, Barenbart, Barbier, Barberbel. Ja, willst du mal gucken? Da bei der Mine mit der Treppe mit der Mine. Bei der Mine mit der Treppe. Die Mine mit der Treppe. Schon beides. Achso, Maeve ist mit drin. Ich dachte, du bist mit Maeve hier gekommen, aber es war Johnny, der gerade weggegangen ist. Ja. Das ergibt mehr Sinn. Jetzt bin ich auch mal. Ich glaube, ich habe den Barber lebend rauskommen. Ich sag. Einer schafft's vielleicht. Also sehen ein wir den Barber auf der Map? Als roten Punkt? Müssten wir ja eigentlich. Jedes Monster siehst du da, ja. Ja, aber der Barber hat ja so diese Unsichtbarkeit-Eigenschaft, also. Ah, ich hab den, glaube ich, nicht
gesehen beim letzten Mal. Haben wir da generell einen getroffen? Oder, ja, ihr hattet so ein bisschen... Oh, da sieht man, der bewegt sich so, der teleportiert sich so stückweise. Mm, die stehen genau ja, da war was. Oh, der ist so nah an denen dran. Das muss ich mir unbedingt bei denen in der Folge noch reingucken. Was macht der nochmal? Der schneidet irgendwie, ne? Der tötet dich einfach, wenn er zu nah an dich rankommt, ja. Oh, das ist ein Ei. Der Schleim, aber wesentlich gefährlicher. Mugi hätte Ricky das Ei geben sollen. Bitte auf die Mine treten. Einer lebt noch bei denen. Ich hab gesagt, ein Drittel Chance. Maeve lebt noch. Maeve, gib dir ein Drittel Chance. Oh nein! Warte mal, ist Johnny noch am Leben? Johnny lebt noch! Johnny hält gerade irgendein Selbstgespräch über irgendwelche Flaschen, falls er aufnimmt. Warum benutzt man solche eckigen Flaschen für Parfums? Wer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee? Soll das einfach optisch ansprechend sein? Das kann ich mir so gut vorstellen. Johnny ist irgendwo beim Eingang. Wenn er nochmal rauskommt, dann ist er einfach MVP. Hat am meisten gemacht die Runde. Zweimal hat er wirklich. Okay, jetzt muss er es nur noch nach Hause überleben. Schau, Johnny. Was Barmer dazu drin, dass es unangenehm wurde. Was ist, was er abgehackt hat? Bei mir. Der ist aber nur gruselig. Achso. Kann ich schon verstehen, da in der Mine zu rennen. Ja, man denkt dann ja auch nicht gehört. Dran. Mhm, ich auch. Aber wir haben zum Glück keinen Fuchs in der Nähe. Und letzte Nacht waren keine Hunde da. Nur Riesen. Wo ist Johnny? Er hat sich verlaufen. Obwohl, ich glaube, auf der Karte, wenn er jetzt da am Ende ist, dann kommt er unweigerlich zum Schiff. Nee, er ist gleich da, siehst du? Sehr schön. Johnny. 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 Heute war ich fleißig. Ja, du bist der MVP. Alle anderen sind gestorben. Die anderen sind in den Himmel gelaufen und wurden gebuttert. Ah, ja. Ich hatte zwei erfolgreiche Runden, das ja, habe ich selten. Ja, du, wir haben gerade das MVP, wenn du zweimal reingegangen bist und raus. Nice. Hat keiner geschafft gerade. Da kann man ruhig mal klatschen. Ja, klar. Darfst du auch für dich selber. Wenn sonst keiner macht. Das war so super, Jungs. Gute Arbeit. Minen sind gefährlich, wenn man auf der Flucht vor dem Barber ist. Also ich sag mal so, mein voller Satz war, Achtung Mine! Und mein letzter Satz war, was kommt denn der Butler jetzt hier an? Oh, es war sehr schön, deine POV zu sehen, Maeve. Wie du einfach abgestochen bist. Und lebt man denn die Batterie auf? Ach ja, ihr habt hier die Ego-Perspektive von mir gehabt. Ich hab drin den Barber gehört, bin so schnell ich konnte zum Schiff gesprintet und hab euch zugesehen. Habt ihr auch gesehen, wie ich runtergeguckt habe und die Mine explodiert ist? Nee, ich hab euch den Morgi zugesehen oder Ricky. Ja, okay. Schauen wir davor nur so, ob sie in die Mine rennt und der rennt in die Mine. Ich hab genau dieses Treppenhaus so runtergeguckt und hab gesehen, wie einer raufgelaufen ist und bin so weggestürmt auf so ein paar Meter. Es ist halt ungünstig Location für die Mine, wenn sie bei der Treppe da liegt. Ja. Vor allem, das Rennen hat er so ein bisschen weggedrückt. Nee. Okay. Jetzt sterbe ich nicht. Aber Ricky, was würdest du sagen, mit der Schaufel den Barber kennen, lief gut? Was ist mit den Augen hier los? Das ist die Perspektive vom Spieler, wenn er die Kamera bewegt sich halt nicht mehr mit dem Kopf, sondern in einer festen Position. Wir sehen die ganze Zeit Johnnys Augen hier, also okay, lecker. Johnny bleibt also hier. Oh. Ich komme weg. Aber? Ich hab Licht. Du habe Licht? Licht, das ist es. Wenn wir mal ein paar Schätze rausholen. Ja. Yeah. Oh, ein Feuerexit. Wie wir immer hingehen. Ist das nicht theoretisch ein Feuereingang jetzt, weil wir reingegangen sind? Was? Guter Einwand. Aber oh, ich habe einen Rubik's Cube. Boah, was ist ein Osterei? Ja, nimm mal. Feier, Companeros. Welche kannst du werfen? Ja, Morgi wirft das. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ist nicht explodiert, hab ich gesagt. Oh Gott! Hier werden Eier geworfen. Ich hab das Ei. Alles gut. Früher haben wir die Eier zwischen die Beine geklemmt. Alles gut, ich bin voll lieb. Ja. Hast du dir schon mal so dunkel oder? Oh
Scheiße! Oh mein Gott! Wer war das? Los bei euch? Eis geplatzt, also, frag dich. Ich versuche mal kurz meine Helligkeit immer höher zu machen. Hast du nicht das Ei? Ja, ich hab eins immer noch. Achso, welches ist geplatzt? Ich weiß nicht. Ich hatte gar keins. Ich weiß nicht, wer eins hatte. Okay, dann geht. Irgendwer hat das auf uns geschmissen. Hier. Guck mal hier, ist ein Maschinengewehr. Stimmt, Zombie. Geh mal hin. Ey, da ist Maschinengewehr. Nein. Geh nicht vor. Der wurde auch davor da. Den haben wir schon. Ich hab Regis Taschenlampe. Hat er nicht voll stolz proklamiert, er wird diesmal überleben? Ich hab Regi. Sehr gut. Warte, man kann. Kann man durch die. Oh Gott, Coilette. Vorsicht. Okay, eine Lücke würde ich über das Sofa springen. Ja, ey. Bist du tot, Fully? Nein, ich bin hier. Okay. Das ist ein Coilhead. Ja, irgendwelche Schlüssel? Coilhead. Warum hast du uns verlassen? Leute, Coilhead. Coilhead. Coilhead ist schlecht. Ja. Und der muss ich schon angucken. Ich zeig Johnny den Ausgang. Oh Gott. Oh, oh Gott. Schnell weg vom Fully. Warum lässt du mich... Jetzt lässt du mich hängen, oder was? Komm mit, das mach ich nicht. Komm, Pulli. Okay. Bist du? Hier bin ich. Ja, wir gehen zusammen raus, oh mein Gott. Oh Mann, guck ihn an, bitte. Guck ihn an, bitte. Guck ihn an. Ich guck erstmal den nächsten Raum an, ob alles safe ist. Ja, kannst rein. Okay. Wir machen die Tür zu, jetzt komm mit. Oh, Schiff! Komm, Tür zu machen. Okay. Und dann rennen wir raus? Wenn die jetzt kommt, dann müssen wir raus. Aber vielleicht schießt sie jetzt auch woanders hin. Mal gucken. Schauen wir mal, ob die Tür läuft oder nicht. Meinst du, man kann den so abhängen? Haben wir ihn ab... Also wenn du die Tür zumachst, dann ist die kurz aufgehalten. Okay. Ich höre sie gerade die ganze Zeit an der Tür, glaube ich. Komm mal mit, wir gehen mal schon mal runter. Da ist ein Geschütz. Raus! Oh! Junge! Wusste ich nicht. Ich auch nicht, gehen wir nach Hause kommen. Nach Hause oder Fire Exit? Nach Hause. Okay, weißt du den Weg? Hier lang. Perfekt. Aber so außenrum. Oh, ich höre eine Mimik, glaube ich. Ja. Okay, hier bei dem Rohr, war das jetzt rechts weiter oder links? Nee, okay. Hier geradeaus, hier. Links, okay. Hier. Hier. Mogi ist tot. Im Schiff gestorben? Mhm. Ah, die haben die collected. Bist du eine Mimik? Riese draußen. Hallo. Hallo. Johnny ist noch drin. Wer hat ein Voting gestartet? Hä? Ricky, Ricky und Moggy haben den gestartet. Hä? Oh, ist Ricky? Ist Johnny? John, da, die wollen ihn einfach nur tot sehen. Mach's gut, Johnny. Selber spielen. Und jetzt ist im Hauptraum beim Geschütz. Eingeschafft? Er müsste jetzt rausgehen, damit er das schafft. Ich glaube, er hat nicht mitbekommen, dass er raus kann. Muss. Dass er raus muss, ja. Damit Johnny hatte vorhin ein Erfolgserlebnis und jetzt wird er einfach zurückgelassen. Ja, die gönnen ihm halt einfach nicht, dass er mal gewinnt. Nee. Da ist noch eine Mimik vor ihm direkt, oder? Ja. Hä? Eine Ricky-Mimik, wie sie ihn angeguckt hat. Und es hat aber. Es gibt aber Gummi. Oh, ich würde so gerne wissen, was der für einen Satz gesagt hat, der Ricky. Ja, nee, wo können wir das Schiff starten? Er wird eh oder so zurückgelassen. Ja, wir können noch ein bisschen zuschauen, bis sie die Verzweiflung noch miterleben. Ja, stimmt. Ja, er hat auf keinen Fall mitbekommen, dass das Schiff abhebt, sonst wäre er schon nee. Das hat er nicht mitbekommen. Er hat es nicht gesehen. Er wird sich gleich nur wundern, dass das Schiff abfliegen wird. Oh, hier kommt der Butler. Jetzt stich dir noch ein bisschen ein. Johnny, du bist zu spät.
Der Johnny. Ja. Missing. Mach's gut, Johnny. Jetzt einfach losgeflogen ist denn. Ja, ja, ich wurde ja aber manchmal auch. Ich wurde ja auch gewarnt, aber. Warum habt ihr denn abgestimmt für Abfliegen? War nur noch Johnny. Ja, und ich hatte noch volle Taschen. Ich hatte noch all mein Loot. Ja, ja, du warst richtig fleißig. Ich war auch auf dem Weg zurück, das hätte ich easy geschafft. Aber du hast nicht mitbekommen, dass der Alarm stand, dass du in einer Stunde zurück sein musst, ne? Doch, aber das bringt mir doch nichts. Doch, du musst einfach losgehen. Ich brauche nicht zurückgehen, wenn ich nichts hab. Achso, hattest du im Moment noch gar nichts? Nein, ich war gerade erst wieder reingegangen, dann kam schon der Alert, ich weiß auch nicht warum. Naja. Weil Ricky und Maggie abgestimmt haben. Das stimmt doch gar nicht. Kompletter Schwachsinn. Ich meinte dann auch so, ja gut, okay, jetzt brauche ich eh nichts mehr machen, habe ich da gesagt. Diesmal warte ich. Ja, muss ich bei dem Typen abgeben, war das, ne? Mhm. Das Ei nehme ich nicht. Warum habe ich das scheiß Ei genommen? Wir müssen nicht alles verkaufen. Hat er wollt ihr alles verkaufen? Oh, eine Klingel. Wer klingelt da so? Ich meine, es war zu erwarten, dass hier irgendwas passiert. Also, es erwischt also, aber wirklich immer den. Es erwischt wirklich immer den, der. Oh Gott! Ich stand drin. Ich stand drin. Ich stand drin von ihm. Mit den scheiß Roboterball drauf, nicht, dass der aufhört. Ihr müsst wirklich euch davon fernhalten. Er ist wirklich stinkig gewesen. Die Sache hier mitgenommen. Scheiß Roboter drauf. Ja. Ich tack die jetzt nicht mehr rauf. Immer wenn ich dann hingehe, dann werde ich töten. Oh, wir werden so viel verlieren jetzt. Ja, 40% naja, 40% vom Geld ist halt, ne? 32% jetzt, oder? Nee, 40. Das ist 20 bei einer Person. 30. Achso. Oder wir geben alles aus jetzt. Kaufen Teleporter und so ein Kram. Können auf jeden Fall alles erstmal drauflegen. Verlieren wir nicht das Geld so oder so, wenn wir wieder starten? Nee, nicht drauflegen. Das behalten wir doch dann, oder? Lieber die Sachen. Wenn wir jetzt eh Strafe zahlen. Ja, wir haben eh Strafe. Ja. Wir geben jetzt das Geld für einen Teleporter und so aus und fliegen wir auf den Planeten. Okay. Okay. Wir können auf den Baboonhawk-Planeten fliegen. Oh, ja. Fliegen. Ja, aber das sind die Twins Snakes, ja, von mir aus. Tulip Snakes heißen sie genau. 900 von 200er Quote. Das klingt gut. Ich glaube, die habe ich schon wieder vergessen. Die er meint, die Gegner. Teleporter können wir uns leisten. Ein paar Walkies? Yeah. Walkie. 8 Stück. Ein paar Walkies, ein paar Talkies. Komm, Walkie, wir gehen Walkies sammeln. Let's go. Traumhaft. Dann kommt jetzt erstmal hier ein bisschen Zeug. Yeah. Hast du jetzt Maeve allein losgehen lassen? Oh mein Gott. Bist du auch nicht mitgegangen? Hey. Oh, aber er hat gesagt, komm, Mogi, wir gehen Walkies holen. Und du hast ihn einfach gehen lassen. Ich bin noch da. Warst du mit drin? Nee. Okay, hab ich auch. Oh mein Gott, das heißt, wir können uns jetzt alle hören. Oh, schade. So. Hey, Maeve. Was ist runtergesetzt? Flashlights? Aber die billigen, oder? Nee, die guten. Oh, die Pros. Ich hoffe, ihr habt leeres Inventar mitgebracht. Na klar. Außer Walkie. Stark. So, das hat man schon wieder gemacht. Ist niemand runtergefallen. Haben wir alle eingesammelt? Oh Gott. Du bewegst. Jetzt wollen wir natürlich Sport hier beim Einkaufen. Eine Sache will ich noch. Ich hoffe. Weiß nicht, was mein Arm hier macht. Hi. Schaufel schon am Laden, danke. Hallo. Schaufel. Glaubst du, wir haben eine Schaufel gekauft? Ich glaube, sie haben Schaufeln gekauft. Habt ihr Schaufeln gekauft?
Schaufeln. Wollt ihr nach Schätzen graben? Bisschen buddeln. Weil ihr nach Schätzen graben wollt, weiß ich nicht, was ihr mit der Schaufel wollt. Nach Diamanten spaten. Ich hab keinen Walkie dabei. Nach Gold graben. Du hast Walkie an deiner Brust. Ich hab keinen Walkie dabei. Schatten. Ja, dann, ich denke, beim nächsten Mal geht's richtig ab, oder? Da geht's richtig ab beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht's richtig ab. Naja, wir sind schon eine Stunde. Dürft nicht ja, hallo! Ist schnell. Dürft euch verabschieden. Also wie ich sagen wollte, es erwischt immer die mit der wenigsten Erfahrung. Ich habe meine Aufnahme beendet, sorry. Tschüss. Ciao. Tschüss.